Linzach ist in Bolivien Alti, eigentlich schon heim. Schön für diesen Anruf. Und während die Frau Veronika erzählt hat, habe ich auch gespürt, die Luzi ist jetzt ganz nahe. So. Ich spüre das in dem Moment und ich danke wirklich. Ich möchte da zwei Sachen dazu sagen. Also das mit dem Hütchen, das haben mehrere Leute erzählt. Luzi hat immer von der Villa Bolivia gesprochen. Es ist eine sehr kleine Hütte unter ihnen. Und sie hat dieses Haus eigentlich nie abgesperrt. Und immer wieder haben sie dann Leute dicker als sich. Und meistens hat sie dann noch dazu, und ich sehe, sie hat dann immer gesagt, deswegen brauche ich nicht absperren. Und das Zweite, was ich noch dazu sagen möchte, ist, wenn ich gesagt habe, es ist keine Heilige, dann möchte ich sagen, für mich war sie auf alle Fälle ein Vorbild. Nicht in allen Sachen, aber in sehr vielen Sachen. Und ich denke, wie Sie gesagt haben, Frau Veronika, in ihrer kompromisslosen Art zu leben, kann ich mir sehr viel abschauen. Und sie war ein sehr gläubiger Mensch, die sehr viel gebetet hat, das weiß ich auch, das hat sie auch oft erzählt, und die ganze Kraft auch in ihrem Glauben gefunden hat. Aber sie hat eigentlich eben, wie Sie selbst gesagt haben, das Evangelium versucht zu leben, eben die Nächstenliebe jeden Tag mit den Armen zu leben. Weil sie einfach den Menschen Charität dich ruft, weil du gebraucht wirst. Ich sehe dich, wie du lachst über deine Zeit, über dein für viele, viele Jahre hinterlassen. Du hast für mich so viel Licht und Wärme in die Welt gebracht, und es ist nun kälter und dunkler. Es liegt an uns, die Wärme und das Licht weiterzutragen und weiterzumachen, was du mit uns gemeinsam begonnen hast. Bei uns zu Gast hören Sie heute über Luzi Lindner, einer Rittner, Entwicklungshelferin, Religionslehrerin und Sozialarbeiterin. Sie können mit Alexander Nietz über sie, über ihr Leben ins Gespräch kommen. Und die Frau Maria aus Oberösterreich hat eine Frage an Herrn Alexander Nietz. Grüß Gott, Frau Maria. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich hab nicht von Anfang an gehört, weil ich nicht erinnert war. Und jetzt möchte ich noch fragen, wie alt ist denn Luzi geworden und an was ist denn die gestorben? Luzi Lindner ist 58 Jahre alt geworden und sie ist vor zweieinhalb Jahren in San Antonio in Bolivien beim Überqueren eines Flusses verunglückt.
als Entwicklungshelferin, nicht? War sie oft in Südamerika und auch in Afrika, denke ich, war sie auch oder hat da Projekte unterstützt? Ja, in ihrem letzten Lebensjahr hat sie es noch geschafft, nach Afrika zu kommen. Das war immer ihr großer Wunsch und sie hat es erst ganz zum Schluss selbst gemacht. Sie hat eben nicht nur ein Projekt gefunden, das sie dann unterstützt hat, sondern überall, wo sie hingekommen ist, hat sie Menschen kennengelernt, denen sie dann einfach zur Seite stehen wollte. Und so waren es in Südamerika, waren es 3 Projekte in Peru, 5 in Bolivien, eines in Brasilien und zum Schluss waren es 2 auch in Afrika, eines in Tansania und eines in Sambia. Und eben 2008, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war sie eben selbst auf einer Reise für 4 Wochen in Afrika. Sie sprach kein Wort, weder Französisch oder Englisch, noch eine Sprache der Menschen dort, sondern sie ist sehr gut angekommen, wie die Mitreisende dann erzählt haben. Sie hat sich gleich mit den Leuten verstanden, auf ihre Weise, mit Händen und Füßen und mit Singen und Tanzen und ist dort auch gut angekommen. Ja, danke vielmals. Bitteschön. Danke der Hörerin auch für den Anruf. Über die einzelnen Projekte können wir gern noch etwas hören, ein wenig später, aber kommen wir zuerst noch auf das Buch zurück zu sprechen, das da entstanden ist, Luzi oder die Luzi Anekdoten aus dem Leben einer Grenzgängerin. Vielleicht können wir direkt aus dem Buch noch etwas hören. Ja, ich habe eine Anekdote herausgesucht, die ein Mann mir geschickt hat, der zurzeit im Gefängnis sitzt und den Luzi vor vielen Jahren in Bozen unter der Talverbrücke kennengelernt hat. Er war damals ein Obdachloser und er hat uns folgende Geschichte erzählt. Unter der Bozener Talverbrücke war unsere Bleibe. Plötzlich stand ein Mann vor uns. Er sah südländisch aus. Schüchtern und zurückhaltend grüßte er uns auf Spanisch. »Hau ab«, böbelte ihn Uli an. Und Elmar wiegte bedrohlich einen Stein in seiner Hand. Die Hunde fletschten die Zähne, sie bellten wie verrückt. »Diese Person kennst du«, sagte ich mir. »Die Augen, der Mund, die runden Wangen.« Ich musterte den Fremden genauer. Über seine Schultern hatte er einen Poncho geworfen. Seinen Kopf bedeckte eine bunte Mütze. An den Füßen trug er schwarze Gummisandalen. An der hellen Hand leuchtete ein schwarzer Ring. Jetzt war mir klar. Dieser Fremde war Luzi, verkleidet als bolivianischer Mann. Und auch Uli und Elmar fiel es wie Schuppen vor den Augen. »Die Luzi«, stammelte Uli nur noch. Überraschung und Scham waren groß. Noch lange Zeit machte sich Uli Gedanken über seine Reaktion. Auch Elmar tat es leid und er verkroch sich mit den Hunden hinter den Pfeilern der Brücke. Luzi hatte uns eine Lektion erteilt. Wir hatten nun eine Geschichte aus dem Buch »Die Luzi«. Herr Alexander, wo kann man denn dieses Buch beziehen? Und vielleicht möchten Sie überhaupt noch etwas dazu sagen, wer daran mitgearbeitet hat und wie das mit dem Buch jetzt weitergeht und auch wem die Einnahmen des Verkaufes zugutekommen. Ja, das Buch hat eine Arbeitsgruppe initiiert von 6-7 Leuten aus Vertretern von Missio, Caritas, OEW und HDS. Wir haben es auch herausgegeben. Gedruckt wurde es im Verlag Weger hier in Brixen, dankenswerterweise. Auch er hat uns unterstützt und unterstützt haben uns auch verschiedene Sponsoren bei der Produktion des Buches. Und auf diese Weise ist es dann möglich gewesen, dass 100% der Einnahmen aus dem Verkauf für die Fortsetzung der Arbeit von Luzi Lindner hier in Südtirol, aber auch im Süden, also in den verschiedenen Projekten in Südamerika und Afrika verwendet werden können. Mitgeschrieben haben 70 Menschen aus wirklich verschiedensten Ländern, auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, Menschen, die, wie ich schon vorher erzählt habe, im Gefängnis sitzen oder auch weit weg leben. Und sie alle haben, sobald wir sie gefragt haben, ob sie sich an eine Geschichte von Luzi erinnern, gleich bereitgestellt, mitzuarbeiten und mitzudenken und mitzuschreiben. Und das ist dann so gegangen, entweder wir haben die Texte selbst aufgezeichnet und dann
niedergeschrieben oder teilweise haben wir sie auch schon schriftlich bekommen, haben sie korrigiert. Vielfältige und großartige Arbeit von Luzi weiterführen. Das war so viel, dass wir uns schon gefragt haben, das kann ja jetzt nicht weitergehen. Und irgendwie hat sich dann haben sich Arbeitsgruppen gebildet für die verschiedenen Projekte im Süden, die gesagt haben, wir werden versuchen, das weiterzumachen. Das waren vor allem junge Leute, die die Projekte selbst besucht haben, die Luzi auch selbst gekannt haben und die gesagt haben, wir möchten das einfach fortsetzen, es kann jetzt nicht aufhören, wir möchten in Kontakt bleiben mit drüben, mit den Projekten und wir möchten hier die Unterstützer informiert halten. Luzi hatte ein breites Netz an Unterstützerinnen und Unterstützern, Leuten, die ja immer wieder nicht nur Geld, sondern auch etwas Wertschätzung oder auch Lebensmittel zugeschanzt haben, die sie dann immer wieder für Menschen in Not verwendet haben. Und seit zweieinhalb Jahren gibt es eben diese Arbeitsgruppen, die die Projekte weiterführen. Und abgesehen von einem laufen alle Projekte gut weiter, muss ich sagen. Und eines ihrer wichtigsten Projekte war ja das Haus der Solidarität und auch das, auch hier lebt Luzis Geist weiter fort und wir versuchen auch in ihrem Sinne die Arbeit fortzusetzen. Vielleicht haben da Ihren Projekten in Südamerika. Büchlein vorgestellt. Danke, Herr Nitz, dass... Gleichgültig. Und Luzi kam nicht und kam nicht. Es war Zeit, zurückzukehren. Und ich machte mir Gedanken, ob wir eine Rettung anrufen könnten. Nach 3 Stunden begannen wir an Schlimmeres zu denken und ich war am Überlegen, was tun, wenn. Plötzlich hörte ich ein Singen im Vorgarten. Luzi tauchte auf, als wäre nichts gewesen. Sie sagte, sie hätte sowas schon öfters gemacht. Mir war allerdings nicht mehr zum Spaßen. Jahre später wurde mir immer klarer, was das Schwimmen in unendlichen Weiten, ohne jede Grenze und bei absolut keiner Einengung für diese Frau bedeuten musste. Cantó al planeta poco antes de un triste anochecer. Recordemos el pasado, ahí tenemos mucho por ver y aprender. Nuestros padres se esforzaron por su vida y la forma de existir. Acabaron de este modo sus pulmones y su vida integral. Vamos amigo, cambia, en tu forma de pensar. Vamos amigo, cambia, en tu modo de vivir. Conocí los mantos verdes en los bosques tropicales y yo viví. Aguas claras circularon miles de aves
trinaban, yo las oí. Los desiertos van creciendo, nuestros bosques están en extinción. Se exterminan animales, niños del mundo.